Entwässern, bewässern, verwässern. Was bedeuten nur all diese deutschen Vorsilben? Nun, die deutschen Vorsilben sind ein bisschen kompliziert, aber wenn man sie verstanden hat, dann sind sie sehr praktisch und es wird dir leichter fallen, die Bedeutung vieler Wörter zu erraten. Und du kannst sogar deine eigenen Wörter kreieren. Wir Deutschen machen das sehr häufig. Heute stelle ich dir die wichtigsten deutschen Vorsilben vor. Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil. Ich klappe. Es fühlt sich einfach richtig toll an hier. Der Schnelltipp. Du kannst Deutsch lernen. Du kannst Deutsch lernen. Du bist weder zu alt, noch zu jung, noch zu dumm, noch zu unbegabt. Egal, was du über dich denken magst, ich bin der festen Überzeugung, dass du Deutsch lernen kannst. Du hast es in dir. Du kannst es schaffen. Du kannst Deutsch lernen. Dies ist Video Nummer 1 über die deutschen Vorsilben. Die erste Vorsilbe, die ich dir heute vorstellen möchte, ist ent. Das ist meine Lieblingsvorsilbe. Sie hat fast immer etwas mit entfernen zu tun. Die erste Bedeutung von ent lautet etwas von etwas anderem trennen, etwas von etwas anderem befreien. Ich kann zum Beispiel sagen, auf meinem Hemd ist ein Fleck. Ich entferne diesen Fleck. Wir haben Haare auf den Beinen. Viele Frauen enthaaren ihre Beine. Ja, sie entfernen ihre Haare. Manche Männer enthaaren ihre Brust. Ja, ich habe hier ganz viele Haare und dann mache ich Wachs auf meine Brust und dann ziehe ich das Wachs ab. Au! Und dann habe ich meine Brust enthaart. Wir können einen Sumpf entwässern, indem wir das Wasser abpumpen. Das bedeutet entwässern. Wir entfernen das Wasser. Ich kann auch meine Kleidung entfernen. Ich kann mich entkleiden. Na, nicht jetzt. Aber ich kann mich entkleiden, indem ich meine Kleidung entferne. Die Vorsilbe ent kann auch bedeuten, dass etwas rückgängig gemacht wurde. Zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg. Da wurden die Nazis vor Gericht gestellt. Man hat versucht, Deutschland zu entnazifizieren. Einmal hat man versucht, die Nazis zu entfernen, indem man entnazifiziert. Und damit macht man auch einen Prozess rückgängig, der während des Dritten Reiches entstanden ist. Es herrscht ganz viel Bürokratie. Um effizienter zu werden, versuchen wir zu entbürokratisieren. Wir versuchen es so zu machen, dass weniger Bürokratie herrscht. Damit entbürokratisieren wir. Die dritte Bedeutung der Vorsilbe ent ist das Gegenteil der Vorsilben be und fair. Ich kann zum Beispiel ein Gebiet bewässern und entwässern. Ich kann zum Beispiel meinen Garten bewässern, indem ich meine Pflanzen gieße. Oder ich entwässere einen Sumpf.
Ich kann Lebensmittel einkaufen, ich kann Lebensmittel besorgen und die Reste kann ich später entsorgen, indem ich sie in den Müll werfe. Wenn man ent vor einem Adjektiv gebraucht, dann meint man damit oft, dass man den Zustand erreicht, den das Adjektiv beschreibt. Der Mülleimer ist voll. Ich möchte, dass der Mülleimer leer ist. Also entleere ich den Mülleimer. Die Vorsilbe er bedeutet zum einen eine zielgerichtete Handlung und oder ein Gewinn. Ich arbeite, um Geld zu verdienen. Ich erarbeite mir das Geld. Die zweite Bedeutung der Vorsilbe er ist eine Tötung. Der Mörder kann sein Opfer erdrosseln oder erschießen oder erstechen. Der Mörder hat sein Opfer erdrosselt, erstochen, erschossen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dies ist erst der erste Teil über deutsche Vorsilben. Fortsetzung folgt. Eine kleine Bitte zum Schluss. Hattest du eine Idee oder eine Meinung, während du dieses Video geschaut hast? Nun, dann schreibe mir doch einen Kommentar in die Kommentare unten und sag mir, was dieser Gedanke war oder diese Meinung. Ja? Sag mir und allen anderen Leuten, was du gedacht hast und auch, was du über dieses Video denkst. Das hilft mir, weil ich dadurch Feedback bekomme und so einen Einblick gewinne, was ihr mögt, was ihr nicht mögt und auch, was ihr so denkt. Okay? Das wäre total super. Scrolle jetzt einfach nach unten, schreibe deinen Kommentar und wenn du willst, hinterlasse auch Kommentare bei all den anderen Videos, die ich gemacht habe. Okay? Das wäre total super. Ich würde mich total freuen. Vielen Dank. Und wir sehen uns morgen. Tschüss.